Bei Busseberater fährst du ja auch nur. Ja, ja, gut, das stimmt. Das stimmt natürlich. Sammeln und verkaufen, das ist doch Gronkhs Ding. Ja, ich habe mich auch immer gewundert, warum Erik Animal Crossing nicht gespielt hat, ne? Also im Stream oder auf als Let's Play. Das hat mich sehr gewundert. Weil er sein Zeug nicht verkaufen konnte wegen der Tageszeit. Oh. Okay. So, warte. Wir brauchen die Leiter wieder. Erik wollte das eher privat spielen. Ah, okay. Ihn hat die Echtzeit genervt. Ja, ich mag sowas eigentlich auch nicht so gerne, muss ich sagen. Aber bei Animal Crossing geht's tatsächlich. Bei Animal Crossing finde ich das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da noch Wasserläufer auf dem Wasser rumlaufen. Wollte dann auch nicht vorstellen. Naja, gut, aber du kannst doch. Also du kannst doch auch Sachen entweder an der Kiste verkaufen oder halt einfach Sachen sammeln und dann einen Tag in der Woche nehmen, wo du dann irgendwie an einer. Also mal alles verkaufst dann. Das geht doch theoretisch gesehen auch, oder? Könnte nebenbei endlich mal eine Mail schreiben. Wie sage ich, warum schreiben Sie mir seit 6 Monaten nicht zurück in Nett? Meld dich, du Arsch! Oder schreib einfach Ignorator. Krieg ich auch immer gesagt. Ja, einfach schreiben, ich warte seit 6 Monaten auf Antwort, oder? Ist doch... Ist ja nichts Unfreundliches. MikRobe92, kommt für dich nochmal Simulator? Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob wir heute nachher vielleicht nochmal eine Runde Bus-Simulator spielen. Aber ich weiß bei Animal Crossing nie, wie es ausartet. Das ist das Problem. Will aber keine Antwort, ist etwas kompliziert. Ah, oh, okay. Oh. Bleiben Sie mal hier, bitte. Ah. Ich möchte nur sagen, dass ich damit nichts zu tun hatte. Können wir diese Grille... Können wir diese Grille Timmy taufen? Warum? Es war Freitol. Sie hat sich selbst entschieden, da runterzuspringen. Ich habe nichts gemacht. Ich hatte damit nichts zu tun. Absolut nicht meine Schuld gewesen. Ja, wir sammeln auch nur Unkraut, weil wir Gerd immer...
Mörder. Du hast sie gejagt. Nein. Nein. Da lasse ich mich jetzt auch überhaupt nicht auf Diskussionen ein. Nein. Das stimmt so nicht. Beweise, dass du damit nichts zu tun hattest? Ja. Natürlich, immer. Was haben wir denn hier? 10? Okay, wir haben jede Menge Blumen. Braucht man die Blumen für irgendwas? Wahrscheinlich zum Basteln, Färben, irgendwas, ne? Oh, da ist noch eine. Mir. Du hast dann halt den Selbstmord getrieben. Was? In den Selbstmordtreiber. Toll, danke. So, warte. Ich hätte gerne... Nein, 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 nein. Ja. Mods rettet euch nicht, dass Tobi euch was antut. Sag mal. Ach, wir brauchen die Leiter, warte. Leiter. Leiter haben wir schon zu. Leiter haben wir schon zu. Ich würde hier gerne nochmal am Strand entlang laufen. Da oben ist noch jede Menge Unkraut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich meine, auch wenn es nicht sonderlich spannend ist, ne? Aber es bringt Geld und deshalb, muss leider dringend los. Hoffe, ihr bleibt online. Bis heute Abend. Viel Spaß bei der CD. Ja, Fox, auf jeden Fall. Das VOD bleibt auf jeden Fall online und klar. Gerne angucken, gerne angucken. Ansonsten, es kommt auch auf YouTube, ne? Also Animal Crossing. Man wird es zu Gesicht bekommen, auf jeden Fall. Fox, bis morgen, auf jeden Fall, ne? Und viel Spaß, bei was auch immer du tust. Und denk dran, tu es gewissenhaft. So. Etwas, was ich nie machen wollte. Ja, ganz viel Liebe an dich auf jeden Fall. Ganz viel Liebe an dich. Was? Viana Kaviv. Kaviv? Kaviv, oder? Glaube ich. Viana Kaviv. Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Thank you. Es ist so viel Unkraut hier. Oh Gott. Aber wir können es jetzt gut verkaufen, deswegen sammeln wir das jetzt alles. Das nehmen wir alles mit. Alles, es gehört alles mir. Oh, dann ist noch eine Fossilien-Dings, was wir vielleicht noch ausgraben könnten. Gegebenenfalls. Mal gucken gleich. Hallo. Enttarnt. Käfer.
Aber von denen haben wir jetzt genug gesammelt. Ich glaube, so viel haben die auch nicht so gebracht, ne? Egal. Leibe für Fox. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Inventar, wie sieht's aus im Inventar? Haben wir noch ein bisschen? Ja, warte mal, da oben war noch was zum Ausgraben, habe ich vorhin noch gesagt, und lauf jetzt dran vorbei. G, 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 G. Hier war das. Oh, und hier ist auch noch Unkraut. Nasenschrecke bringt auch 200. Na gut. Nö, ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein. So, so, so. Oh Gott, da oben liegt auch noch mehr Unkraut. Oh nein. Ob der Gerd so viel Bargeld dabei hat? Ich glaube ja fast nicht, ne? Gut, ich würde sagen, wir akzeptieren auch Kontoüberweisung. Nehmen wir auch. Wie lange hast du ungefähr geplant, Tobi? Oh, ich weiß gar nicht. Weißt du, 4, halb 5 oder so? Irgendwas dazwischen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Leider. Leider nicht. Versuchst du immer noch mit Unkraut an Reibach zu machen? Ja, gut, wenn der halt mal da ist, ne? Und wir was gut verkaufen können, warum nicht? Wir haben ja genug. Morgen früh, ja, genau. Morgen früh. Hallo Gerd. Gerd, du Pferd. Schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte verkaufen. Ja, 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 ja. Boah. Für einfach nur rumlaufen und die ganze Zeit Y drücken. Das ist nice. Ist aber nicht besonders kurz. Naja, aber kein Stress, Kati. Wenn du irgendwas zu tun hast oder so, geh ruhig, ne? Es ist überhaupt kein Stress. Alles gut. Tschüss. Ne, also wenn irgendwas ist, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Aber ich weiß bis 4:30 wahrscheinlich nicht. Ich guck mal, ich weiß es noch nicht. Ach so, ja. Ja, nee, also, du machst dann deinen Stream gleich an, ne? Und ich hau dir dann die Leute rüber, so haben wir das ja abgesprochen gehabt. Ich verkauf die Blumen jetzt, ne? Haben wir sie? Doch. Ich glaube schon, dass wir das haben. Kapap. Ja, komm weg damit. Wenn du deinen Stream jetzt extra nachher 2 Stunden nach mir oder so startest, nur damit ich dich nicht reinhalte, dann bin ich aber beleidigt. Nur damit ich nicht rein raiden kann, ne? Mhm. Das kannst du aber wissen. Ja, das, okay. Gut. Gut, gut, gut. Ist klar. Hier wollte ich rein. Was soll ich denn mit 1,5k Zuschauern? Ja. Mit Facecam streamen. Dann. Ah. Ein schönes Top anziehen. Mit so einem schönen V-Ausschnitt. Kati, und dann läuft das ganz von alleine. So ist, so macht man das doch auf Twitch.
Und dann am besten noch Just Dance spielen. Ich habe gestern eine Streamerin gesehen, die hat gestern einen Pool-Stream gemacht. Die hat sich einfach gefilmt, wie sie im Pool geschwommen ist die ganze Zeit, mit knappem Bikini und so. Hä? Wow. Ja. Ja, keine Ahnung. Den habe ich auch zufällig gesehen. Ach komm. Ja, euer Ernst jetzt. Das hast du unter Just Chatting war das gewesen. Ich konnte da nichts für. Im Pool würde ich auch lieber sehen. Soll ich mich auch mal mit Bikini im Pool regeln für euch? Ich mach das. Aber dann müssen wir meine Subs erst einen Pool spenden. So wie bei der einen amerikanischen Twitch-Streamerin. Die von ihrem einen Suppen Jacuzzi für $8,000 gespendet bekommen hat. Damit sie sich dann für ihn da im Pool... das ist ja echt also Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, also unglaublich. Kann ich hier noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Ja, jetzt, ich möchte die thiften. Thiften. So verspüren manche Männer ihre Macht. Ja. Kann man schon so sehen, ja. Doch. Oh, okay, wir haben leider nur eins davon nicht. Ein T-Rex-Schädel. Ja. Jeder spendet einen Euro und wir haben einen. Bring die Leute nicht auf Ideen, Nice Guy Trap, hör auf. Kein Bock, mich da wirklich im Pool zu regeln, dann lass mal. Muss nicht sein. Ja, ein T-Rex-Schädel, geil. Wenn ich wonne, sie verwöhnen mich, ein T-Rex-Schädel in solch tadellellellosem Zustand. Doch, möchte ich. Ja, das möchte ich. Na sicher. Kleines Planschbecken reicht auch. Oh. Problem ist, wenn ich mich da auf die Kante irgendwie lehne, um dann irgendwelche geilen Posen zu machen, dann fließt da das ganze Wasser raus. So, also, dann erzähl mir mal über den T-Rex-Schädel hier. Komm, komm raus. Tyrannosaurus Rex konnte bis zu 9 Tonnen schwer und 13 Meter lang werden. Alter, was für ein Vieh. Das ist ja fast wie ein LKW. Ja, doch. Das ist wie so ein, wie heißen die LKWs? Sind das die 7-Tonner oder so? Ach, irgendwie die Richtung. Irgendwie so eine typischen LKWs halt. Nicht diese ganz großen, langen, die wir bei ETS immer fahren, sondern diese kleineren. Wie nennt man die? Ich habe keine Ahnung. Diese furchteinflößende Gestalt ist mit gutem Grund der erste Dinosaurier, an den viele denken. 7,5 Tonner. Ja, dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Es war eine der größten Fleischfresser, die je gelebt haben, mit Zähnen groß wie Bananen. Naja, gut, okay, doch, wenn du die Zähne rechnest, dann, ja, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, Bananen ist dann aber irgendwie so ein bisschen, das wirkt ein bisschen klein, wenn du dir das 13 Meter lange Viech anguckst und 9 Tonnen, dann hat er nur so eine Bananenzähne, aber wenn das mehrere sind, ja, okay, doch. Ja, okay, doch. Man weiß nicht genau, wie schnell Tyrannosaurus war, da gehen die Schätzungen weit auseinander. Ich bin doch froh, dass ich niemand davon fliegen muss, huhu. Aber jeder, der Family Guy geguckt hat, weiß ja, warum der Tyrannosaurus Rex immer so böse war, ne? Hoffe ich jedenfalls. Kio Fox, dankeschön für dein Euro. Poolspende incoming, oh oh. Oh nein. Hör auf.
Lass das. Nein, warum? Naja, weil er der non-masturbating Tyrannosaurus Rex war und deswegen war er so böse, weil er nie... Er konnte halt nicht masturbieren, weil seine Arme zu kurz sind. Und deswegen war er böse. Einfach mal YouTube Family Guy T-Rex eingeben, dann kommt das. So, wo haben wir den Kopf von dem T-Rex hier? Ist das... Der ist es nicht? Der ist es auch nicht? Ich dachte, das wäre einer von den Großen hier, aber wir haben hier drüben noch mehr. Da hinten. Oder? Wie kann ich mir denn den da hinten angucken? Spinosaur... Da ist er! Guck mal! Oh yeah. Mega. Mega nice. Sehr gut. Der T-Rex war also nicht böse, sondern nur sexuell frustriert und da unter Dauerdruck. So sieht's aus. Ja. Genau so ist es. Das war doch das Problem von Bernd das Brot. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich immer so, deswegen ist er wahrscheinlich immer so niedergeschlagen, ne? Dem geht das wahrscheinlich ähnlich, dem armen Kerl. So, was machen wir denn jetzt noch? Wir brauchen immer noch Geld. Wobei, wir können mal kurz den Kontostand checken. Vielleicht können wir den Kredit ablösen jetzt schon. Das wäre natürlich schmacktastisch, wäre das. Mal gucken, wie viel Kohle wir haben. Tony Arkleid, ich danke dir vielmals für deine 2 Euro. Gleich 2 Euro für den Pool. Nein. Nein. Was haben wir hier? Ja, guck mal, easy, easy, easy. Warte mal, Einzahlung? Ich zahle mal ein? Ne, wobei, ich muss ja auszahlen. Ne, aber was laber ich da? Ich habe mich verguckt. Blödsinn, ich habe mich verguckt. Ich zahl mal ein, um zu gucken, warte mal, hier, zack. Ja, reicht noch nicht ganz. 10.000 brauchen wir noch. 10.000 brauchen wir noch. Komm schon, kriegen wir hin. Oh. Hä? Wo kommt das alles her? Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Aber wo kommt das alles her? Danke. Was ist das für eine Kiste? Warum liegen da einfach Sachen drin? Komisch. Fundbüro. Ach so, okay. Ja, geil. Perfekt. Warte mal. Warte, warte, warte. Dankeschön. Von den Bewohnern. Ja, die haben aber nicht viel gesammelt. Schon ziemlich enttäuschend, was die gesammelt haben. Ist ja nix. Hätte es auch gleich lassen können. Warte. Hui. Guck mal. Och. Zero Damen, mach's gut, mach's gut, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ein Kalmar, ah, okay, hatten wir leider schon. Aber bringt alles Geld. Wunderbar. Finde ich gut, finde ich gut. Da ist noch eine Schnecke. Guck mal. Guck mal. Ja, guck da. Schnecksche. Was wird eigentlich erzählt, was Neues, bekommen, was da schon wäre? Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich ist Asami Salami da unsere Expertin für. Immer bestens informiert und 24/7 am Animal Crossing spielen.